Seit 4000 Jahren leben die Katzen bei den Menschen und über 3900 davon galten sie als nicht dressierbar, bis der Künstler Juri Kuglatschow aus dem Ural kam und dort seine Liebe zu den Stubentigern entdeckte. Das Ergebnis ist das heute weltberühmte Moskauer Katzentheater, das man jetzt als einmalige Gelegenheit auf Deutschlandtour erleben kann. Wir haben diese Tournee natürlich für einen Blick hinter die Kulissen vor Ort in Moskau genutzt. Mit welchem Thema sich dieses Theater beschäftigt, muss man auch ohne Akteure nicht lange raten. Und auch die tierischen Hauptdarsteller leben hier, gerade für russische Verhältnisse, in richtigem Katzenluxus. Das Katzentheater legt großen Wert darauf, dass sich die Tiere in ihrem Umfeld und in der Show wohlfühlen. Das ist bei der Katzendressur ein Muss. Denn Katzen tun nur, was man an die Dressur mit geduldiger Beobachtung, Verständnis und Liebe herangeht, wie Kuglatschow es ausdrückt. Das Katzentheater ist übrigens ein Familienbetrieb und neben Kuglatschow kann man auch seine Frau und seinen Sohn auf der Bühne erleben. Während man sonst nach Moskau muss, um diese einzigartige Katzendressurshow zu erleben, reicht in diesem Jahr vielleicht auch der Gang zu einem Theater in der eigenen oder benachbarten Stadt, denn die Moskauer Katzen touren im November durch Deutschland. Die Tourdaten sind unten eingeblendet. Für alle, die diesen Film später schauen, finden sich am Ende auch die Adresse der Katzentheater-Homepage, auf der man spätere Tournee immer aktuell findet.